unser Gästehaus, wo wir jetzt sind, oder Bungalow eigentlich. In voll süß Zeit. Wieder, ja. Und wir zahlen jetzt zusammen 400 Baht für beide zusammen. Wir haben ein eigenes Zimmer mit einem großen Bett. Davor haben wir einen kleinen Raum gehabt, aber wir haben das gewechselt, weil das einfach viel komfortabler ist. Ich meine, es ist jetzt nicht gut Sternhotel, aber... Aber es ist voll süß mit so Garten und so. Aber wir sind eben jetzt in Pai, wir sind gestern mit dem Bus, mit so einem Minibus dahergefahren für, weiß ich nicht, 2 Euro oder so. Du brauchst für 90 Kilometer 3,5 Stunden. Also es ist eine sehr kurvige Straße, es ist eine ganz beliebte Motorradstraße und es ist voll schön da, like, gestern haben wir ein ganz schönes Erlebnis gehabt eigentlich. Ja, wir sind auf der Straße entlang gefahren, sind noch 2 Stunden auf der Hälfte vom Weg, ist dann Polizei gewesen und Rettung hingefahren und dann ist da ein Asiate, so ein Thailänder, auf der Straße gelegen, der war tot, ist mit dem Moped geflogen irgendwie. Also wir haben wirklich einen toten Menschen gesehen, das war echt, es war wirklich schlimm. Also für mich war echt... Die ganze Zeit aufgestellt, wenn es gut schlecht war. 2 Stunden waren wir so schlecht, du hast überall das Blut gesehen. Und das Gesicht war, also es war echt hardcore. Ne? Es war echt schlimm, also das verdaust ganz, also ich verdaue das ganz, ganz schwer. Und wir wollten eigentlich mit dem Motorrad zurückfahren, weil wir gedacht haben, das ist eine coole Strecke. Und dann haben wir das gesehen und dann haben wir gesagt, nein. Also das war echt zu viel gestern. Es ist voll süß da und ja, wir haben es jetzt ein bisschen verdaut und wir haben gestern noch super nette Leute kennengelernt. Also insgesamt sind wir jetzt zu 10, zu 8. 8 Leute. Zu 8 oder so. Und mit was Moped, dann fahren wir zu Hot Springs oder wo auch immer. Also das ist echt total. Die sind da, und das ist voll süß. So ein kleines Dorf ist das eigentlich, dieser Dorf. Und schauen wir so, was der Tag noch alles bringt. Marches up, walks over, comes around, goes around, never stops, goes around and round, marches up, walks over, comes around, goes around, never stops, it goes around and around, marches up, walks over, comes around, goes around, never stops. Stop. Wir haben uns jetzt gerade den Canyon von Pai angeschaut. Ziemlich rutschige Angelegenheit, würde ich sagen. Ja, das ist irgendwie so Sandstein. Und das ist echt rutschig, da muss man ein bisschen aufpassen. Es geht links und rechts echt ein bisschen runter. Ja, ich würde sagen, schon so 15. Naja, bei manchen Stellen wirklich tief, aber sind nicht so 5 Meter oder sowas. Ja, aber es schaut echt geil aus. Vor allem mit dem Licht jetzt da. Es ist, ich weiß nicht, wie spät es ist. Wahrscheinlich 6 oder so. Es fällt jetzt die Sonne voll schön ein. Mhm. Cool zum Bilder machen. Auf jeden Fall, total schön. Ja. Und jetzt cruisen wir wieder mit unserer 27.000 Mopeds quer durch Pai und schauen, was der Abend noch so bringt. Ja, immer so viel, glaube ich. Gucken wir mal. To play the same old game. We come as someone, they strike back in anger. One sad, stupid refrain goes around and around, marches up, walks over, comes around, goes around, never stops. Is your heart weary just like mine? Is it not ready for to share?
different, forgiven, exciting. Leaving is fe- Wir sind jetzt da beim Elephant Camp. Wir wollten eigentlich zu den Hot Springs gehen, aber das kostet 300 Baht, das ist ziemlich teuer und das ist eigentlich nichts Gescheites. Das ist direkt neben der Straße und die Elefanten sind voll arm, ich weiß es eh, aber man kann sie halt füttern gegen ein kleines Geld und so. Und jetzt geben wir ihnen halt ein paar Bananen, damit sie wenigstens was zum Essen haben. Tut mir voll leid. Aber trotzdem müssen wir halt ein Foto machen und ein Video, weil sie sind echt süß. Stop. Das ist jetzt unser Guesthouse in Pai, Mr. Jans Guesthouse. Volle Süße mit so einem Brunnen und total geschmackvoll gebauten und voll nett. Wenn es sich da hinten wohnt, wo die Brunnen blank ist, da dahinter. Die erste Nacht für 300 Baht, das war ein bisschen billiger. Da sind wir aber umgezogen, weil wir so viel Ameisen im Zimmer gehabt. Jetzt haben wir uns ein größeres Zimmer angeschaut, das kostet 200 Baht mehr, das sind jetzt 400 Baht. Aber das ist immer noch voll günstig und da ist jetzt voll süß. Mit so eigene Terrasse und echt voll nett. Jetzt checken wir gerade unser Visum für Vietnam, weil es geht ja dann weiter nach Vietnam. Jo. Hier ist unser kleines, aber feines Reich. Natürlich auch Thailand Standard, aber genug Platz. Den Fernseher haben wir auch. Klima hätten wir auch, aber die brauchen wir nicht, weil in der Nacht ist es so kalt. Das ist meine Wenigkeit. Ah, Schatz. Da ist unser Bett. Natürlich wieder Saustall, so wie immer, aber es sieht eh, also ohne dicke Decken und so, weil in der Nacht kühlt es echt ab. Also jetzt hat es sicher so um die 30, 35 Grad und am Abend wird es richtig frisch. Also ich schätze, das ist dann so um die 15, so ungefähr. Unser Klo. Geht gammelig, aber mit integrierter Dusche wieder. Aber ja, das ist so unser Reich jetzt und da waren wir jetzt drei Tage und heute noch Nacht und morgen geht es dann weiter. So. Wir sind immer noch in Pai und wir erklimmen jetzt die 1000 Stufen zum White Buddha. Keine Ahnung, wie viele es sind, aber es sind viele. Sagt sie. Genügend. Gut, los geht's. Goes around, never stops, goes around and round, marches up, walks over, comes around, goes around, never stops, it goes around and around, marches up, walks over. Stop. Wir haben jetzt noch voller feines Frühstück gehabt in einem super süßen Café mit so Kindergartenstühle. Das ist ja voll oft so. Voll nett aber. Und ja, jetzt machen wir uns dann auf den Weg zum Bus, weil jetzt geht es dann wieder Richtung Chiang Mai. Und von dort aus wollen wir eigentlich nach Hanoi, also Vietnam. Ja, also ich fahre von Chiang Mai mit dem Zug nach Bangkok. Ah, jetzt erst fahren wir mit dem Zug nach Bangkok, genau. Und dann fahren wir nach, dann fliegen wir nach Hanoi. Und ja. Schauen wir mal. Now I stop.